Hallo, ich bin Jens Dreher vom Nature Trails Team und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, euch eine Homepage zu kreieren, wo ihr nur Futter und Equipment für eure Hundis und Miezen findet, was ihr getrost für euren Hundi und eure Katze verwenden könnt. Also da kommen nur Sachen drauf, die wir wirklich 100% weiterempfehlen können. Heute geht es um ein Thema, was ich in der Hundefutterberatung immer mal wieder, egal ob bei großen oder kleinen Wuffis, habe. Und zwar hat die Ernährung Einfluss auf das Verhalten meines Hundes bzw. auf die Erziehung meines Hundes. Auf alle Fälle könntet ihr euch sehr viele Stunden beim Hundetrainer manchmal sparen, wenn ihr da so ein bisschen auf die Ernährung achten würdet bei eurem Vierbeiner. Es hat extrem viel Einfluss. Darauf gehe ich jetzt mal genauer ein. Ich habe mich schon sehr auf das Video gefreut, weil es wirklich viele, viele Punkte gibt, die ich total spannend finde und wo es sich einfach lohnt, genauer hinzuschauen. Auch bei uns Menschen, also nicht nur der Hund isst, was er isst, sondern auch wir Zweibeiner, bei denen es genauso ist. Wir haben dazu auch schon mal vor längerer Zeit ein Video gemacht, so ein bisschen ähnlich, ruhige Hunde durch besseres Futter. Schaut es euch mal an. Heute geht es ein bisschen von der anderen Seite an die Materie. Klar ist das jetzt nicht bei jedem Hund der Fall. Also das heißt, wenn ihr einen verhaltensauffälligen Hund habt, kann das am Futter liegen, muss nicht. Aber das Futter hat viel Einfluss. Kommen wir mal genauer darauf. Im Endeffekt ist jedem klar, die Ernährung beeinflusst den Organismus des Hundes. Das ist klar, den Körper und die Verdauung. Aber dadurch beeinflusst das extrem auch die Seele, das Verhalten und den Geist des Hundes. Also nicht nur physisch, sondern auch psychisch hat das ganz klar Auswirkungen. Stellt euch einfach mal vor, ihr würdet minderwertiges Essen essen oder euer Hund isst minderwertiges Essen. Im Endeffekt ist der Körper dann andauernd, also wirklich tagtäglich in einem Dauerstresszustand. Das heißt, auf lange Sicht führt das bei jedem von uns und auch bei den Hunden zu Unruhe, Aggressivität, Unkonzentriertheit und so weiter. Ihr wisst es selber, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man mal einen Tag nur Süßigkeiten isst oder mal einen Tag einfach nur Fastfood oder Tiefkühlpizza oder was auch immer. Aber das kommt immer auf die Dauer drauf an. Und da gibt es ein interessantes Experiment. Und zwar wollten Forscher herausfinden, warum die Feldhamsterpopulation immer mehr schrumpft. Und da haben die Experimente mit Hamstern gemacht. Klar, Tierexperimente sei dahingestellt, was man davon hält, aber es gibt viel Aufschluss. Und zwar hatten sie die Hamster künstlich einem Vitamin B3-Mangel ausgesetzt, also viel zu wenig Vitamin B3. Und es hatte zwei extreme Auswirkungen. Einmal waren die Mädels, also die Hamsterdamen, extrem aggressiv in der Paarungszeit, also die armen Herren der Schöpfung. Und sobald die Junge hatten, waren sie total extrem aggressiv gegenüber den Jungen. Also die haben wirklich am ersten Tag schon angefangen, ihre Jungen zu fressen, was eigentlich nicht typisch und Sinn der Sache ist. Und dadurch haben die Forscher gemerkt, ah okay, bei Vitamin B3 sind die Hamsterdamen absolut aggressiv und töten ihren Nachwuchs. Dadurch gibt es eventuell auch deswegen weniger Hamsterlein. Sobald sie diesen Vitamin B3-Mangel wieder ausgeglichen haben, waren auf einmal die gleichen Hamsterdamen völlig entspannt, völlig zufrieden und alles war super und die haben die Jungen auch weiterhin gut großgezogen. Von daher sieht man, wenn nur ein was aus dem Gleichgewicht geraten ist, ne, also nur ein einziges Vitamin war das, was das für extreme Auswirkungen hat und komplett sogar eine Population beeinflussen kann oder jedenfalls einen Teil der Population. Auch eine große Sache, die Hormone werden durch die Nahrung beeinflusst. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Futter füttert mit extrem billigen, schlechten Zusatzstoffen oder Füllstoffen, kann das zur Senkung des Glückshormons Serotonin führen. Und ihr wisst selber, Serotonin ist sehr wichtig. Und wenn zu wenig Serotonin auf Dauer vorhanden ist, kommt es zu Depressionen, unsoziales Verhalten, Überreaktion, Unkonzentriertheit, Unausgeglichenheit, auch so ein bisschen diese Gereiztheit, das Gestresstsein kommt mit dazu. Und ihr wisst selber, ihr verhaltet euch komplett anders, wenn ihr komplett im Stress seid und da noch was und dort und was und ihr könnt es nie kompensieren. Und so geht es eurem Hund dann auch. Und dann werden die leichtesten Kommandos oder die leichten Übungen, wo du denkst, der Hund muss das nochmal checken, dann auf einmal ganz kompliziert. Das ist wie, wenn ihr überfordert seid und dann heißt es, du musst einkaufen gehen. Einkaufen ist total simpel, tust Sachen in den Wagen, bezahlst es. Am dem Moment, wenn du überreizt bist, wenn du depressiv bist, wenn du schlecht drauf bist, ist auf einmal Einkaufen eine Riesenhürde und du findest, du kannst das gar nicht stemmen. So geht es deinem Hund dann auch. Und das passiert zum Beispiel auch nicht nur bei diesen billigen Füllstoffen, sondern auch, wenn ihr viel zu viel Getreide im Futter habt oder auch, wenn jetzt kein Fleisch drin ist, was ich immer mal wieder anmarkere bei meinen Futtertests, sondern solche, ich nenne es mal Schlachtabfälle, also einfach diese Bindegewebsteile, die sind auch nicht so gut auf Dauer und in der Menge. Und da gibt es auch ein interessantes Experiment, diesmal mit Häftlingen, also mit Kriminellen im Gefängnis. Und zwar hatten sie da Kriminelle genommen, die immer mal wieder auffällig waren, also die sich immer gerne mal geprügelt haben oder so ein bisschen untereinander Stress gemacht haben. Und denen haben sie die Nahrung mal angereichert mit super guten Fettsäuren, mit Vitaminen und so weiter. Und dann haben sie einfach mal beobachtet und statistisch gehen ein Drittel
dieser Zwischenfälle, die sonst sehr häufig waren, zurück. Also ein Drittel weniger aggressive Zwischenfälle zwischen den Häftlingen. Auch das, wie gesagt, klar, Menschen und Hunde sind nochmal ein Unterschied, aber da sind wir alle gleich. Wenn euer Hund vielleicht ein ziemliches Aggressionsproblem hat, entweder euch gegenüber oder anderen Hunden gegenüber oder was auch immer, kann das auch an der Nahrung liegen im Endeffekt. Genauso hatten sie ein Experiment auch wieder mit Menschen gemacht, wo sie Tests durchgeführt hat, wie tolerant man ist. Und dann hatten sie den Menschen mal so normales Essen gegeben und dann mit Protein angerechnet, also gute Proteine gegeben. Und auf einmal waren die Menschen viel toleranter, haben Entscheidungen getroffen, die viel entspannter waren. Nicht so, ich sag's mal, ego-gesteuert, so würde ich das jetzt ausdrücken, sondern viel, ja, sozialer auch. Also auch da ändert man nur einen Stoff in der Ernährung, kann das schon wieder extreme Auswirkungen auf die Chemie des Gehirns haben. Das ist so spannend. Ganz simpel gesagt, ein Hund mit Bauchschmerzen kann auch nicht gut lernen. Und der Hund kann es euch ja noch nicht mehr zeigen. Wenn euer Kind Bauchschmerzen hat, ihr schickt es nicht in die Schule. Ihr sagt, oh nee, mit Bauchschmerzen geht es nicht gut, leg dich ins Bett, kurier dich aus, bis die Schmerzen weg sind. Der Hund muss trotzdem zur Hundeschule, weil er kann sich ja nicht sagen, du Frauchen, mir tut der Bauch weh. Er zeigt es vielleicht subtil, aber wenn man das nicht liest oder wenn man nicht weiß, woher das jetzt kommt, denkt man, ach, der ist einfach nur schlecht drauf oder sonst. Und der Hund kann mit Bauchschmerzen zum Beispiel auch nicht gut schlafen. Stellt euch vor, ihr wälzt euch hin und her, ihr seid unausgeschlafen. Und ihr wisst selber, wenn ihr unausgeschlafen seid, was ihr manchmal für Stinkstiefel seid. Ich glaube, das geht jedem so. Und da auch da wieder Unkonzentriertheit, man ist gereizter. Geht eurem Hund ganz genauso. Auch ein guter Stichpunkt, zu viel Energie. In vielen Futter ist einfach viel zu viel Zeugs zugesetzt. Also ich sag nur, wenn Protein-Kohlenhydrat-Verhältnis nicht stimmt, also zu viel aufputschende Kohlenhydrate drin oder ein Haufen Taurin zugesetzt, dann ist der Hund hibbelig, total unter Strom. Trinkt mal 3 Energy-Drinks und dann versucht euch mal irgendeinen Vortrag anzuhören und da irgendwas mitzunehmen. Geht nicht. Ihr seid völlig so, oh Mann, voll. Also ich kann mich jetzt, was hast du Kleiner mal gesagt? Das ist einfach viel zu viel Energie und euer Hund kann sich nie konzentrieren und ist vielleicht total aufgeregt und ihr denkt, oh Mann, mein Hund ist so unausgelastet, woran liegt das? Vielleicht an der Ernährung. Genauso, was ich immer mal wieder auch sage und dann kommt viel, ach, das ist doch gar nicht so schlimm und so weiter, Phosphate im Futter. Phosphate bei uns Menschen können zu Kopfschmerzen führen. Wenn ihr immer wieder Futter esst, ach so, Essen esst, wo Phosphate zugesetzt sind, guckt mal auf die Verpackungsbeilage bei eurem Essen. Auch bei Hunden. Dicalciumphosphat ist andauernd jetzt mittlerweile drin. Ich sage immer, guckt mal und dann kommt immer, oh, da ist so wenig drin, was macht es denn und so. Es ist zugesetzt und es führt auf Dauer eventuell auch zu Kopfschmerzen. Bei Menschen ist es so, bei Hunden kann es genauso gut sein. Aber wie kriegt man das denn raus? Ne? Man kann ja schlecht sagen, oh, wir machen jetzt eine Studie drüber, weil die Hunde können ja nicht sagen, ich habe jetzt Kopfschmerzen. Und ihr wisst selber, mit Kopfschmerzen lernen, konzentrieren, geht nicht. Ihr bleibt zu Hause, eure Kinder bleiben zu Hause, den Hund schickt ihr dann zum Funktionieren irgendwo in die Gegend. Also euer Hund kann so viele Symptome irgendwo haben durch die Ernährung und deswegen nicht so vielleicht lernen, wie ihr das gerne euch wünscht oder wie auch der Hund gerne lernen würde wollen. Dann genau das Gegenteil von zu viel Energie kann es auch sein, in dem Futter steckt zu wenig Energie für euren Hund. Der Hund ist andauernd müde und schläfrig. Das merken wir auch, wenn ihr so ein bisschen euch ungesund ernährt, werdet ihr merken, auf Dauer seid ihr träge, na, ihr nehmt auch so ein bisschen Gewicht zu und ihr seid einfach nicht so gut drauf. Wenn ihr euch wieder gesund ernährt, was ja erstmal Überwindung manchmal kostet, ne? Aber dann fühlt man sich so, boah, ein bisschen energiegeladen und schwungvoller und auf einmal leichter. Also ich empfinde es immer als leichter. Und dann hat man wieder auch mehr Energie im Körper und auch im Geist, um zu lernen. Ganz interessantes Experiment auch nochmal zu dem Begriff, das Hirn ist, was es ist. Da haben sie Experimente mit Fliegen und mit Säugetieren gemacht, aber ich finde mal interessant, das jetzt mit den Mäusen, mit den Säugetieren zu nehmen. Und zwar, was die Bakterien im Darm auf das Verhalten und auch das Fressverhalten für Einfluss hat. Und zwar haben sie so Mäuse genommen, die total ängstlich sind, die bei jedem Sachen so erschrocken sind und so, haben von denen die Darmbakterien genommen und in gesunde Mäuse eingepflanzt. Also Mäuse, die ganz normal drauf waren. Auf einmal waren die gesunden Mäuse, die vorher völlig so, ich sag mal, gechillt waren, auch ängstlich. Also die haben nichts geändert, nur die Darmbakterien der ängstlichen Mäuse, die gesunden. Auf einmal waren die gesunden ängstlich. Dann haben sie das Experiment rumgedreht und dann haben sie quasi bei den ängstlichen Mäusen von den gesunden Mäusen die Darmbakterien eingepflanzt. Und auf einmal waren die vorher ängstlichen Mäuse völlig entspannt und gechillt und ganz normal drauf. Also das ist doch total krass, was die Darmflora auf unser Verhalten für Einfluss hat. Also reflektiert das mal für euch auch, das ist total heftig. Und was beeinflusst die Darmflora? Die Nahrung. Seht ihr den Kreislauf? Das ist total faszinierend. Also ich habe mich auch so gefreut, dieses Video zu machen, weil das ist extrem. Das ist einfach noch gar nicht bei uns so angekommen. Also bei manchen Nährungsexperten und so weiter schon. Aber wo hat man das denn schon mal im Alltag irgendwo wirklich als Input? Also zum Beispiel, ich hatte es weder in der Schule, noch haben mir meine Eltern darüber was erzählt, noch wüssten wahrscheinlich meine Eltern Bescheid, weil das nie wirklich irgendwo gelehrt wird oder so in die Öffentlichkeit gelangt, dass wir so krass gesteuert von unserer Darmflora sind. Weil das ist immer so ein Thema, Darmflora, das ist immer nur Häufchen machen und auf dem Klo und das ist privat und das will keiner wissen, das ist ja voll eklig. Aber im Endeffekt beeinflusst die Darmflora unser Verhalten. Also das ist hammerhart. Also zum Beispiel hatten sie auch ein Experiment mit Ratten.
Und die haben den Ratten, einfach Vergleichsgruppe, normal gefütterte Ratten, und dann hatten sie Ratten, die haben wirklich Fastfood bekommen. Also wirklich Gummibärchen, Schokolade, Billigburger, Billigpommes, alles Mögliche, wirklich komplett die ganze Bandbreite. Und die Ratten hatten ein viel schlechteres Gedächtnis, wenn sie Fastfood gefressen haben. Klar, jetzt auch nicht nur heute Fastfood und morgen hast du ein schlechtes Gedächtnis, das meine ich gar nicht. Ich gehe auch gern mal in einer Fastfood-Kette was essen, gar kein Ding. Und ich will auch nie auf Schokolade verzichten, auch kein Ding. Aber auf Dauer tut ihr eurem Hund absolut nichts Gutes, wenn ihr ein schlechtes Futter füttert. Und die Futterindustrie wird einen Teufel tun, euch das zu erzählen, das ist ein scheiß Futter, was wir da verkaufen. Ihr müsst euch wirklich selber weiterbilden. Ihr müsst immer wieder gucken, was ist denn das, was da drin ist und was macht das mit meinem Hund? Deswegen machen wir auch diese Videos, deswegen versuchen wir da aufzuklären, weil wir einfach so viele Beispiele in der Futterberatung haben. Also ich bekomme so oft das Feedback, mein Hund ist entspannter. Das klingt erstmal so, naja, das soll ja aber nicht entspannter sein, das soll ja noch Energie haben. Aber ich bekomme gleichzeitig das Feedback, nicht, dass du es falsch verstehst, der ist zu Hause entspannter und draußen ist er auf einmal viel besser drauf. Er geht wieder gern spazieren, er hat Freude an der Bewegung, aber zu Hause kann er einfach einmal abschalten, er ist nicht mehr so unruhig zu Hause. Also so viel nur durch den Futterwechsel. Ich habe noch nicht mal irgendwelche Darmkuren und Kräuter gegeben, einfach nur gesagt, wechsel mal auf das Futter und guck mal, wie es deinem Hund gut tut. Oder auch, mein Hund kann sich viel besser konzentrieren, mein Hund ist auf einmal viel entspannter gegenüber anderen Hunden, nicht mehr so aufgebracht. Klar, stellt euch mal vor, ihr seid von Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen belastet und dauernd kommt jemand, will mit euch spielen. Dann sagt ihr, oh, geh da weg, lass mich doch zufrieden. Und euer Hund sagt das zu anderen Hunden auch, wenn er ankommt, hey, ich will spielen. Und euer Krummelhund sagt dann, hau doch ab, lass mich zufrieden. Liegt vielleicht daran, dass er Kopfschmerzen hat. Und was ich immer noch erschreckend finde, es gibt immer noch Futter mit Zucker, was gekauft wird. Also wahrscheinlich nicht von euch, die ihr dieses Video guckt, weil ihr wollt euch ja weiterbilden, ihr wollt was lernen. Aber es gibt immer noch Leute da draußen, wenn euch das auffällt, sagt es einfach mal. Ne? Es gibt wirklich Futter, wo klipp und klar Zucker draufsteht und nicht mal irgendwie verpackt in schöne Worte wie Saccharide oder sowas, sondern wirklich Zucker. Und Zucker haben auch Wissenschaftler, ne? Aber was man auch mal davon hält, aber bewiesen, und das glaube ich auch, Zucker macht süchtiger als Kokain. Das ist auch mal interessant, ne, wenn man sich das vorstellt. Und man merkt es ja selber, wenn man einmal anfängt mit den leckeren Süßigkeiten, dann kann man echt schlecht aufhören. Und dann fängt man auch an, schneller wieder Süßes haben zu wollen. Und schwuppdiwupp isst man einen Haufen Süßkram. Also ist ja auch nicht so weit. Und die letzte Sache, wenn euer Futter nicht sättigend ist, dann hat euer Hund ziemlich schnell wieder Hunger. Und Hunger macht auch schlecht gelaunt. Ich vergleiche das gerne. Ich nehme das Beispiel öfters, aber einfach, ich nehme es so gern. Wenn ich normale Nudeln esse, brauche ich 2 Teller, um satt zu sein. Und nach 2 Stunden habe ich echt schon wieder Hunger und möchte am liebsten schon wieder was essen. Essen wir Dinkelnudeln oder Vollkorn-Dinkelnudeln oder so, brauche ich 3/4 Teller, dann bin ich schon satt. Und ich habe bis abends, wenn ich das Mittag esse, bis abends eigentlich keinen Hunger. Es sättigt einfach lang, weil es einfach hochwertig für mich ist. Und so ist es auch bei den Futter für eure Hunde. Hochwertiges Futter gibt lange und permanent Energie nach und nach ab und nicht auf einmal schnell und dann sinkt es wieder nach unten, sondern lange. Und das ist auch gut für die Konzentrationsfähigkeit. Und so schließt sich wieder der Kreis. Also manchmal braucht man gar nicht so viel Geld in den Hundetrainer zu stecken, sondern man muss eher sagen, okay, ich fütter ein hochwertigeres Futter und erspare mir damit einen Haufen Probleme und zum Beispiel auch einen Haufen Tierarztkosten. Also wie viele habe ich schon, die sind, bevor sie zu uns in die Futterberatung gekommen sind, von Tierarzt zu Tierarzt gerannt, haben Blutbilder gemacht und Allergiechecks und alle möglichen Sachen, Schilddrüsentabletten gegeben und so weiter und so fort. Und dann waren sie irgendwann durchtherapiert, dann sind sie gekommen, ich so, wechsle mal das Futter. Oh, auf einmal geht es dem Hund gut. Und klar geht das nicht von heute auf morgen, manchmal dauert es ein paar Wochen, aber dem Hund geht es so viel besser und die hätten sich das ganze Tohuwabohu mit dem Tierarzt und so weiter sparen können. Wie gesagt, ich will jetzt keinen Anti-Hundetrainer oder Anti-Tierarzt-Kampagne starten, das meine ich nicht. Tierarzt ist genauso wichtig wie Hundetrainer, weil es gibt genug Ursachen, die nicht am Futter liegen. Aber vielleicht hat euch das so einen kleinen Einblick gebracht. Ihr könnt das auch gerne mal googeln, es gibt da extrem viel Literatur auch dazu. Das soll jetzt einfach mal nur kompakt gewesen sein, wie viel Einfluss die Ernährung auf uns und auf unsere Tiere hat. Und wie groß unsere Verantwortung ist gegenüber unserem Hund. Weil wir bestimmen, was in dem Teller vom Hund oder in dem Napf vom Hund ist. Nicht der Hund. Wenn ich dem Hund bestimmen lassen würde, würde der sagen, okay, ich hole mir das Häschen, da ist alles drin, oder die Ente aus dem Teich, da ist auch alles drin, was ich brauche. Aber die sind nun mal abhängig von mir. Und diese Verantwortung ist extrem wichtig. Von daher, achtet bitte auf das Futter. Wenn ihr Fragen zum Thema Futter habt, schreibt uns eine E-Mail. Das ist unsere E-Mail-Adresse kontakt@endlichgutesfutter.de. Wir beraten euch persönlich. Wir helfen euch auch bei anderen Fragen, was rund um die Ernährung zu tun hat. Und wenn ihr da einfach ein bisschen Probleme habt oder Hilfe braucht, einfach nachfragen. Wir gucken uns auch gerne das Futter an, was ihr füttert, und sagen euch, okay, das passt für euren Hund oder nicht. Und vielleicht auch nochmal eine coole Sache, wenn ihr denkt, Mensch, ich habe da einen Bekannten oder eine Freundin oder meine Tante hat einen Hund, da würde das super passen, dass der mal ein gutes Futter kriegt. Zeig denen einfach das Video, sag mal, hey, komm, nimm dir ein paar Minuten Zeit. Das kann extrem vielleicht in deiner Einstellung was ändern und extrem deinem Hund helfen. Also gebt das Video einfach weiter. Das soll jetzt keine Werbung für uns sein, sondern es soll auch einfach dafür helfen, eurem Hund oder dem Hund eurer Bekannten, Tante, Verwandten einfach ein Stück weit ein besseres
Leben zu bieten. Weil wie gesagt, ihr versucht einen Hund zu trainieren, der einfach nicht trainiert werden kann, weil er einfach körperlich nicht dazu in der Lage ist. Und viele Hundetrainer sehen das leider nicht. Wir versuchen dann alles Mögliche oder Einzelstunden noch und nöcher oder irgendwelche Sachen oder Hilfsmittel, die absolut nicht in Ordnung sind. Oder ihr seid von einem Hundetrainer zum nächsten unterwegs und es bringt nie was, weil der Hund kann nicht lernen, weil er nicht dazu die Voraussetzung hat. Das wäre echt schade und es ist ein ziemlich hartes Schicksal für so ein Tier. Deswegen guckt einfach mal, was in eurem Futter drin ist. Oder fragt uns, wenn ihr Fragen habt. Wir freuen uns drauf. Und wenn ihr sagt, hey, ich hatte genau schon mal so eine Erfahrung. Ich hatte so einen Hund, habe das Futter gewechselt und das war auf einmal ganz anders. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde das immer total cool. Damit helft ihr auch anderen Leuten, die sich noch ein bisschen unsicher sind. Die halt wirklich, so wie ich früher auch der Meinung war, naja, das ist ja alles charakterlich abhängig. Und wenn er halt zu doof ist, der Hund, dann ist er halt zu doof. Und klar, gibt es auch schlaue Hunde, nicht so schlaue Hunde. Aber es ist sehr, sehr viel auch einfach die Ernährung. Und damit, wie es dir körperlich und geistig gehen kann, ist sehr, sehr wichtig. Jetzt ist aber genug geredet. Schreibt es in die Kommentare, wie eurem Hund das ging mit der Futterumstellung. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.